ist echt heiß jetzt hier. 27 Grad haben wir jetzt. Jetzt geht's hier durch dieses Tal durch und eigentlich hatte ich gedacht, dass wir auch noch irgendwie so einen 2000er Pass hier auf der Liste haben. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt langfahren, aber ich hoffe sehr, dass es nochmal irgendwo ein bisschen höher geht, wo es ein bisschen kühler ist. Der letzte Teil strotzte nur so vor Kurven. Unglaublich vielen Kurven. Aber auch in Teil 7, welcher auch schon der letzte Streckenabschnitt unserer Pyrenäentour sein wird, fahren wir noch einmal über einige ganz besondere Pässe, bevor wir dann endgültig die Pyrenäen verlassen und in Richtung Westalpen aufbrechen werden. Wir beginnen in Finestre, im Tal der Tet, wo wir auf die N116 treffen, welcher wir einige hundert Meter folgen, den Fluss La Tet überqueren und auf einer kleinen Nebenstraße der D14 weiter in Richtung Musée fahren. So, nach einem Kilometer Hauptstraße hier sind wir auch schon wieder auf einer kleineren Nebenstraße, die hier diesen Fluss hier unten folgt oder parallel entlang geht. Mal schauen, wo die uns hinführt. Das kleine südfranzösische Bergdorf Musée, welches man schon aus der Ferne erkennt und welches wie kein zweiter Ort den Charakter der Region widerspiegelt, befindet sich auf gut 700 Metern im Kumpfla und im Tal der Ketelan, einem Nebenfluss der Tet. Von hier aus geht es zuerst allmählich eine kleine einsame Straße immer weiter bergauf. Diese wird dann auf den letzten Kilometern spürbar steiler und führt uns über einige Serpentinen zu unserem nächsten Pass, dem Col de Chaux. Also die Luft hier oben auf 1230 Meter, wo wir aktuell sind, die ist super angenehm. Wir haben jetzt 19 Grad, das ist einfach mal, zwischendurch war 29 Grad da unten im Tal. Hier weht auch ein bisschen Wind und es fühlt schon wieder so viel angenehmer an. Und es ging auch unten auch im Prinzip so eine Straße, relativ lang, so mit leichten Wedelkurven hin und her, ging die relativ geradeaus und jetzt steigt das hier alles ein bisschen mehr an. Es wird ein bisschen serpentiniger. Und wir schrauben uns Stück für Stück immer höher auf den Col de Chaux. Wo das bis jetzt das erste Auto war seit langem, was uns hier irgendwie, was vor uns war. Wir haben aber wieder noch nicht einen einzigen Motorradfahrer hier gesehen. Auch Fahrradfahrer findet man hier nicht. Wir haben den Pass quasi komplett für uns alleine. Das ist schon wieder verrückt, weil es echt ein schöner Pass ist.
ist herrlich angenehm kühl. 17 Grad jetzt. Das tut so gut. Ich freue mich, wenn wir oben sind. Dann wird die Drohne nochmal ausgepackt. Und wir können erstmal ein bisschen akklimatisieren und hoffentlich eine gute Aussicht genießen. Ist richtig gut. So, wir waren auf dem Col de Yao. Sehr erfrischend hier oben. Wunderbar. Und jetzt geht's wieder runter. Leider ist hier irgendwie richtig krass Schotter auch. Und Kies, also so, ja, wisst ihr schon, Rollsplit. Auf die Straße gekippt. Alles locker hier. Muss man ganz vorsichtig machen. Hoffentlich nicht bis ganz nach unten. Das wäre dezent anstrengend. Also 10 oder 15 Minuten später, glaube ich. Gefühlt auf jeden Fall. Haben wir immer noch auf dem scheiß Rollsplit hier. Ah, so ein Mist. Eigentlich ein cooler Abfahrt auch gewesen. Also wäre gewesen, aber das ist echt so fies hier. Und ab und zu kommen ja noch ein paar Autos entgegengehackt, die irgendwie voll Bock drauf haben, hier ein bisschen um die Kurven zu driften. Richtig mies. Oh, und ihr seht, jetzt endlich ist diese Straße vorbei. Das war echt der absolute Horror. So ein Mist. Über Kilometer komplett dick mit Rollsplit. Das war echt jetzt anstrengend und zeitaufwendig. Und jetzt geht es aber endlich wieder hier auf gutem Asphalt weiter. Und es geht wieder ein bisschen hoch. Auf den nächsten Pass. Schon wieder ein kleines bisschen höher, ihr könnt es hier sehen. Ein paar Kurven sind wir schon wieder hochgefahren und ich glaube, wir sind sogar schon jetzt auf der Passhöhe, auf der nächsten. Col de Garavel. Ja, wir fahren direkt wieder runter. Ich glaube nämlich, wir fahren nach da drüber. Irgendwie müssen wir noch über die Berge kommen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass mein 2000 danach kommt. Vom Col de Garavel aus geht es weiter über den unscheinbaren Col de Mully. Und es ist auch hier wieder beeindruckend, wie viele kleine, kaum befahrene Straßen sich durch diese Berge ziehen, mit herrlichem Asphalt und der beständigen Aussicht auf diese weite, unberührte Natur. So, wir mussten gerade mal kurz checken hier,
Wir haben nämlich so ein bisschen den Sprit außer Augen verloren. Und Thomas ist fast leer. Wir haben das mal kurz gegoogelt. Wir waren jetzt ganz kurz hier ein paar Meter weiter runter, war im TomTom Navi noch eine Tankstelle drin. Da dachte man schon so, geil, ist ja bloß irgendwie 1-2 Kilometer da die Straße runter. Und die hat natürlich komplett zugehabt, da gab es gar keine Tankstelle mehr. Man konnte noch gut erkennen, wo die mal war, aber das war es dann auch. Und jetzt haben wir die nächste uns gesucht. Und die scheint sogar fast auf unserem Weg noch zu liegen. Allerdings haben wir die nur bei Google Maps gefunden. Die war jetzt weder hier in meinem Kalimoto drin, noch im TomTom. Mal sehen, ob die existiert. Ansonsten könnte das der erste kritische Moment werden hier. Aber weil mich auch während der, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber weil mich auch einige während der Tour jetzt schon über Instagram angeschrieben haben, wie es so aussieht mit dem Tankstellennetz oder auch der Rotkran des Alp oder Napoleon entlang. Die hatten da eigentlich nie so wirklich Probleme mit gehabt. Wenn man rechtzeitig guckt und vielleicht einen ganz kleinen Umweg mal hier und da in Kauf nimmt, dann war das eigentlich nie ein Problem. Und zahlen kann man da in aller Regel eigentlich immer mit EC-Karte auch. Oh, und wir haben eine Tankstelle gefunden. Eine ganz, 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 ganz kleine. Nur eine Zapfsäule. Da liegt sie, mit bis an den Rand vollgestopften Koffern und frischen 21 Litern Sprit, stolze 300 Kilogramm Kampfgewicht. Und wenn sie schon einmal so da liegt, kann ich euch auch direkt zeigen, wie man so ein Motorrad wieder auf seine Räder bekommt. Alles gut, alles gut. Nein! Ja, kann sein, es ist einfach voran, hat sie mich jetzt einfach umgedrückt. Sonst war ich so, oh Mann, ey. Ja, der muss kurz pumpen jetzt, das ist normal. Müsste gleich wieder gehen. Warte mal, ich muss mal anmachen. Nee, wir können eigentlich da hochfahren. Ja. Nee, gar nicht. Nee, alles cool. Das geht noch gerade nicht an. Der braucht mal kurz, glaube ich, bis der wieder Sprit hat. Ich hatte das ja schon ein paar Mal gehabt. So, nachdem ich jetzt wieder geschafft habe, die Versus einmal auf die Seite zu legen, dummerweise, einmal umgekippt im Stand. Ja, geht's weiter jetzt auf den nächsten Pass. Wir denken ja gar nicht länger drüber nach. Es passiert einfach ab und zu mal. Doof ist halt, dass hier echt die lackierten Koffer dran sind und die jetzt ein paar
kleine Kratzer abbekommen haben. Aber man kann sich zurückdrehen, von daher ist nichts weiter passiert und weiter geht's. Boah, wie episch das hier einfach hochgeht, diese Berge. Und diese dunkle Wolke da oben. Unserem kleinen gezwungenen Abstecher über Kirigü, welchen wir machen mussten, um unsere Tanks wieder mit Benzin zu füllen, geht es jetzt weiter auf unsere eigentliche Route. Wir sind auch fast an unserem nächsten Pass angekommen. Dieser hat eine Höhe von 2001 Meter und ist somit der östlichste der vier 2000er Pässe der französischen Pyrenäen. Erstaunlich ist, dass der Pass auf Karten der 60er Jahre noch mit 1967 Metern geführt ist. Also entweder die letzten Meter zur magischen Grenze aufgeschüttet oder hinzugemogelt worden. Die Höhe ist aber eigentlich auch egal. Der Pass, an welchem wir uns befinden, gehört zu den absolut schönsten Pässen, welche ich bisher fahren durfte und spielt locker in der Liga der Alpenpässe Col du Galibier oder auch des Passo di Gavia mit. Vor allem die letzten Kilometer der Ostrampe, welche dann nur noch eine Breite von 3 Metern aufweisen, sind der Wahnsinn. Steil und in vielen engen Kehren geht es bergauf. Eng sind die Serpentinen an den Hang geklebt. Purer Fahrspaß. Wer sich hier ein wenig auskennt, weiß mit Sicherheit, an welchem Pass wir uns befinden. Es handelt sich um den Col de Palière. So, wir sind auf 1500 Meter, nach 500 Höhenmeter geht's nach oben in den nächsten 7 Kilometern. Jetzt geht es gleich richtig hoch. Hier seht ihr es auf dem Navi. Jetzt geht gleich richtig der Zickzack los. Das sieht fast so ein bisschen nach Stelvio aus hier. Und das bei dieser engen Straße. Es wird wieder ein wenig mehr herausfordernd werden. Geht's los. Es ist echt eng. Das ist super eng. Nicht ganz so eng wie die eine in Andorra, aber kommt dem auf jeden Fall auch nah. Da will man schon wieder den ersten Gang reinmachen. Die haben schon sogar Nummern. Ups. Was für ein Pass. Ha ha ha.
wirklich heftig, wie das hier hochgeht. Der Col de Palayerc gehört definitiv zu einem der beeindruckendsten Pässe unserer Tour. Es fühlt sich einfach nur völlig unwirklich an, wenn man sieht, wie winzig diese perfekte Straße ist. Diese Straße, welche keinerlei wirtschaftliche Bedeutung hat, sondern einfach nur gebaut wurde, um so einen Moment möglich zu machen. Es ist Fahrspaß pur. Und diese Landschaft, Bilderbuch, wäre untertrieben. Sie ist so, wie man sich Hochgebirge erträumt. Und was wieder völlig unbegreiflich ist, warum sind wir hier wieder so gut wie alleine? Einfach nur wow. Echt ein super schöner Pass hier. Bisschen knifflig zu fahren, aber optisch macht es hier extrem viel her. Gefällt mir richtig gut und mich erinnert total an Stelvio. Ist wie so ein kleiner Stelvio. Und vor allem nicht so voll. Aber auch den Stelvio kann man fahren. Und ist fast alleine. Da gibt es auch ein Video. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Ich bin da nämlich schon mal ganz früh hochgefahren und da war kein Mensch auf dem Pass. Und ich bin den kompletten Pass allein hochgefahren. Das war auch eine coole Erfahrung. Aber das geht halt nur sehr, sehr selten. Upsala. Richtig schön, dass hier nochmal so eine Hochebene ist. Wir sind jetzt auf 1916 Meter. Oh, und was für eine Aussicht. Guckt euch das an. Wahnsinn. Zum Glück haben wir das heute nochmal mitgemacht, hier das Ding. Haben diesen kleinen Umweg in die Pyrenäen. Oder was heißt Umweg? Wir haben ja noch Zeit. Aber das nochmal mit eingebaut. Wäre schade gewesen, das nicht noch mit hier gefahren zu sein. Vor allem aber auch, weil der so leer ist, der Pass. Das ist ja der Hammer. Schön. Was für ein Panorama, was für ein Ausblick hier. Hier stehen wieder ein paar Kühe rum. Ein paar Pferde würde ich mir noch wünschen. Und die letzten Meter bis zur Passhöhe.
So, ach, war das schön hier oben. Auch schön kühl, wir haben 10 Grad. Ich glaube, Thomas friert schon wieder ein bisschen. Ich finde es gerade echt angenehm. Und jetzt geht's runter. Runter ins Tal durch diese schmale Straße. Ich bin gespannt, wie die Abfahrt wird. Ich glaube, die ist nicht ganz so serpentinig. Und dann begeben wir uns auf relativ schnellem Weg in Richtung Meer. Den Plan, an diesem Tag noch ans Mittelmeer zu fahren, haben wir recht bald aufgrund der doch schon ziemlich fortgeschrittenen Zeit verworfen. Baden wäre sowieso nichts mehr geworden, das Popometer war auch schon wieder im roten Bereich und günstiger ist es im Inland allemal. Also buchten wir uns spontan im kleinen Ort Aix-les-Thermes ein Hotel. Wie immer gab es ein leckeres Essen und zufälligerweise fand in Aix-les-Thermes zu dieser Zeit eine Art Künstlerfestival statt. Wir fanden das zum Zeitpunkt der Ankunft auch ganz interessant. Dass das aber nicht die beste Idee war, wurde uns erst am Abend bewusst. Ich erzähle euch hier etwas davon, dass direkt vor unserem Hotel eine Party abgeht, nach Mitternacht in Lautstärke 1000 und einfach kein Mensch mehr auf dieser Party ist. Keiner. Der DJ hat aber auf jeden Fall den Spaß seines Lebens. Diesen Song hat YouTube natürlich direkt erkannt und als urheberrechtlich problematisch bemängelt, weswegen ich ihn euch nur einmal ganz kurz vorspielen kann. Achtung! Jetzt gehen wir ins Bett, versuchen zu schlafen und morgen geht es in Richtung Westalpen. Am kommenden Tag sprinteten wir über die italienische Autobahn geradewegs in die Westalpen, wo wir noch weitere 2 Tage im Bereich der Route des Grandes Alpes verbrachten, in die Schweiz abbogen und dann unseren Heimweg antraten. Wobei ich noch einen kleinen Abstecher über Tschechien ins Erzgebirge gemacht habe. Aber das sind andere Geschichten. Ende unserer unvergesslichen Reise durch die Pyrenäen angekommen, können wir nur mit Staunen zurückblicken. Diese Tour war eine beeindruckende, facettenreiche und ergreifende Erfahrung. Unser Abenteuer begann an den Ufern des Golfs von Biscaya, wo die majestätischen Pyrenäen-Bergkette scheinbar aus dem Nichts aufragte. Über imponierende Hochebenen entlang der französisch-spanischen Grenze schlängelten wir uns durch Landschaften, die mit einer unvergleichlichen Flora und Fauna beeindruckten. Die Reise führte uns weiter durch die Zentralpyrenäen, vorbei an imposanten 3000ern und über weitgehend einsame Pässe. Trotz gelegentlicher Wetterkapriolen machten die Vielfalt der Landschaften und kulinarischen Genüsse entlang der Strecke diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis für uns. Im östlichen Teil der Pyrenäen fuhren wir entlang malerischer Küstenstraßen und wurden regelrecht von Kurven überflutet. Wir durchquerten scheinbar endlose Schluchten und Passstraßen, die sich anfühlten, als seien sie exklusiv für uns in diese atemberaubende Landschaft gewoben. Die Pyrenäen bestechen vor allem durch ihre Vielfalt und werden uns noch lange, sehr lange in Erinnerung bleiben.